Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog, würde ich sagen, mit auch ein bisschen Moving Vlog mit dabei. Heute ist Montag, ich starte richtig motiviert in die neue Woche. Ich habe jetzt auch meinen Podcast aufgenommen, geschnitten, hochgeladen. Das heißt, ich habe schon mal das erste To-Do abgehakt. Heute liegt der Fokus total auf Uni, weil durch den Umzug sind so viele Dinge liegen geblieben. Ich muss so viele Abgaben machen. Das heißt, dieser Vlog ist auch ein bisschen mehr unilastig. Und ja, ich hoffe, ich schaffe heute alles, was ich mir vorgenommen habe. Ich wollte mich jetzt mal herrichten. Ich befinde mich nämlich immer noch in meinem Pyjama. Deswegen werde ich mich jetzt mal schminken. Dann hocke ich mich raus und werde schon mal die erste Aufgabe machen. Und ich erzähle euch gleich mehr, worum es genau geht. Und zwar muss ich eine Reflexion schreiben, die ungefähr 4 Seiten lang ist, von unserem Semesterprojekt. Und zwar waren wir ja bei der Firma Egger und haben mit den Mitarbeitern Interviews geführt und haben so Konfliktmanagement betrieben. Und da habe ich mir ganz viele Notizen gemacht an dem Tag, wo ich da war. Das habe ich auch im letzten Vlog, war das zu sehen. Und da muss ich jetzt eine Reflexion schreiben und das mache ich jetzt sofort, damit ich das hinter mir habe. Das ist die allerletzte Aufgabe. So, ich habe jetzt fast 1000 Wörter geschrieben. Da bin ich jetzt schon mal sehr proud, weil ich brauche 1200 bis 1400. Das heißt, ich habe das heute auf jeden Fall. Und jetzt koche ich was. Ich habe Lust auf einen Salat. Das heißt, ich mache jetzt einen Salat für mich und Jakob. Der kommt jetzt dann auch von der Uni nach Hause. Nom nom. Leute, mein Podcast ist einfach auf Platz 28 bei den österreichischen Podcast-Charts. Eine Freundin hat mir das zugesendet. Schaut mal, wie lieb sie sich mitgefreut haben. Also hier, so crazy einfach. Ich freue mich einfach so sehr über das Feedback. Ich habe schon einiges an Nachrichten erhalten. Und heute war wieder so ein Moment. Ich habe nämlich den Podcast aufgenommen und das ist bei mir so oft so, ich habe den aufgenommen, habe meine Antworten gegeben, habe euch versucht zu helfen. Das war so eine Advice-Folge, wo ich eure E-Mails beantwortet habe. Und ich dachte mir so, ach, ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen soll. Und da kamen wieder voll die Zweifel auf. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall relaten, weil immer wenn man was Neues anfängt und vielleicht noch unsicher ist, dann ist das total... Dann schätzt man sich manchmal immer ein bisschen schlechter ein, als man ist. Ich freue mich total, dass es so gut ankommt. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Auf jeden Fall danke euch für die ganzen Nachrichten. Ich habe jetzt ein bisschen eine Pause gemacht, weil ich mega krass Kopfschmerzen habe. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ich habe richtige Kopfschmerzen, es tut richtig weh. Ich habe schon versucht, viel zu trinken und die üblichen Sachen. Jetzt werde ich weiterschreiben mit der Uni und versuchen, ein paar Wörter noch reinzubekommen. Da muss ich dann noch ein bisschen Literatur lesen. Ihr wünscht euch ja, dass ich genauer über die Uni-Sachen berichte. Das habe ich in letzter Zeit echt weniger gemacht, einfach weil ich das Gefühl gehabt habe, es läuft gerade so viel noch parallel zu meinem Leben. Es war gerade so viel Zeug wie Toskana, Umzug, Podcast, dass die Uni auch für mich ein bisschen zu kurz kam, was nicht heißt, dass ich irgendwas vernachlässigt habe. Ich habe mir einfach die Zeit so eingeteilt, dass ich jetzt weniger für die Uni machen muss. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass jetzt sehr, sehr viel Uni-Content kommt, weil ich habe dann auch noch eine Prüfungswoche, auf die wir uns zusammen vorbereiten. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ganz, ganz viele Productive Livestreams auf euch zukommen werden, weil ich brauche Lernbuddies und ihr seid da draußen, seid die besten Lernbuddies. Falls ihr auch Prüfungen habt, schreibt es total gerne, beziehungsweise schreibt gerne in die Kommentare, wann ihr Prüfungen habt. Dann werde ich das so ein bisschen planen, dass ihr euch schon darauf einstellen könnt, wann diese Productive Livestreams kommen. Mega gern auch mit Aliana, falls sie Lust drauf hat. Ich habe ja in dem Semester mit der Firma Egger zusammengearbeitet. Schaut bitte nicht auf die Rechtschreibung. Ich mache das immer so, dass ich einfach runterschreibe, meine Wörter zusammenbekomme und danach es kontrolliere. Weil wenn ich so im Schreiben drinnen bin, dann mache ich wirklich die schrecklichsten Rechtschreibfehler. Aber wir haben da so Fragen, wie zum Beispiel, Egger will aus dem Projekt möglichst viel lernen. Begründen Sie da, inwieweit dies gelungen ist. Gehen Sie dazu verstärkt auf die Lernauslöser, Lernergebnisse und Lernfaktoren für Ihre begründete Darlegung ein.
Das werde ich jetzt noch beantworten. Dazu muss ich das aber zuerst mal durchlesen. Das ist nämlich ein Buch oder so. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber das lese ich mir jetzt in Ruhe durch und versuche das heute wirklich fertig zu bekommen, weil ich mache das nämlich immer so, dass ich mir so große Aufgaben, die ich gerne erledigt haben möchte, und das ist so eine Aufgabe, die ich am liebsten sofort erledigt haben möchte, die packe ich mir meistens an einen Tag, dass ich das an einem Tag erledige. Das hat den Grund, weil wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich heute sage, okay, ich mache heute die eine Frage, morgen die andere und übermorgen die dritte Frage, weil es gibt drei Fragen, dann hat man aber den Nachteil, dass man sich immer wieder in das Thema einarbeiten muss. Zum Beispiel jetzt gerade bin ich total in dem Thema drinnen, ich habe total die Gedanken, wie das jetzt war bei Egger, ich habe alles nochmal mir durchgelesen. Wenn ich jetzt das heute mache, dann spare ich mir Zeit ein, die ich morgen für das Aufarbeiten brauchen würde, also für das nochmal reinkommen. Und das kann ich euch als Tipp geben, falls ihr auch solche Aufgaben habt, dann macht nichts, also Aufgaben, die man an einem Tag erledigen kann. Man kann nicht alle Aufgaben an einem Tag erledigen, aber die an einem Tag erledigt werden können und ihr Zeit habt, dann macht das lieber an einem Tag und dann habt ihr die Sache und dann braucht ihr weniger Zeit. Deswegen schreibe ich heute alles hin und morgen oder falls ich heute das noch schaffe, mache ich die Korrektur. Da brauche ich keine Einarbeitungszeit, sondern da schaue ich nur auf die Grammatik, auf die Rechtschreibung. Aber ich würde sagen, ich lese jetzt erstmal dieses Buch da. Das ist auf unserer Internetseite und dann schreibe ich das noch. Ich brauche ungefähr noch 400 Wörter. Das kriegen wir hin. So, ich mache jetzt eine kurze Pause, gehe ins Fitnessstudio und arbeite dann weiter. Ich freue mich richtig aufs Fitnessstudio. Ich war jetzt schon viel zu lange nicht mehr. Ich bin wieder back vom Fitness und heute gibt es Bici-Nudeln. Das sind meine absoluten Lieblingsnudeln. Die habe ich von der Toskana mitgenommen. Ich freue mich richtig. Die Hintergrundgeräusche kommen von diesem Herrn, der die BS5 wieder für sich entdeckt hat. Ich habe mich gerade abgeschminkt und dachte mir, ich zeige euch mal meine Haut im Moment. Ich habe eigentlich recht gute Haut, nur manchmal, wenn ich gestresst bin, dann äußert sich das bei mir meistens an der Haut. Und ich zeige euch mal, wie die jetzt gerade aussieht. Und mir ist aufgefallen, dass ich euch eigentlich selten meine Haut zeige, weil ich habe auch hin und wieder so unreine Haut. Nicht, weil ich das verstecken möchte, dass ich auch mal unreine Haut habe, sondern weil das für mich überhaupt nicht schlimm ist. Also ich fühle mich dadurch null eingeschränkt, wenn ich so herumlaufe oder wenn ich glatte Haut habe. Klar, früher, so im Teenageralter, da war ich extrem verunsichert, wenn ich unreine Haut hatte. Ich hatte auch echt sehr unreine Haut. Aber mittlerweile ist mir das richtig egal. Also mir fällt das gar nicht mehr auf. Und dann manchmal, also jetzt gerade ist es wirklich halt schon ein bisschen schlimmer als sonst. Aber für mich, also ich habe da keinen zweiten Gedanken darüber. Ich fühle mich trotzdem wohl. Und genau das möchte ich euch auch sagen. Also eure Haut definiert nicht eure Schönheit. Trotzdem, trotz unreiner Haut kann man so nice aussehen. Lasst euch dadurch nicht verunsichern. Lasst euch dadurch nicht euer Selbstbewusstsein nehmen. Weil das ist so unnötig, wenn man einen Pickel hat, wenn man mehrere Pickel hat. Who cares? Natürlich, ich möchte das jetzt nicht kleinreden, kann das total belastend sein. Und ich weiß auch, dass das, ja, dass es einen schon sehr stören kann. Was ich damit sagen möchte, ist, lasst euch einfach eure Laune und euer Wohlbefinden und eure Selbstsicherheit nicht dadurch nehmen, weil keiner wird auf eure Haut schauen. Also wenn ich jemanden sehe, der ein bisschen unreine Haut hat oder der ein bisschen viel unreine Haut hat, dann denke ich mir da gar nichts dabei. Das wollte ich euch sagen. Ich zeige euch jetzt nochmal im Licht auf dieser Seite genauso und deswegen werde ich jetzt ein bisschen Self-Care-Zeit machen. Ich werde mir jetzt eine richtig schöne Maske raufgeben und dann werde ich versuchen, für die Uni das weiterzumachen. Dadurch, dass ich ja jetzt alle meine Everyday-Sachen hier reingegeben habe, kann ich euch die richtig gut zeigen. Das sind die Dinge, die ich wirklich jeden Tag nutze. Einmal die Kiehl's-Produkte, den Kiehl's-Toner. Dann diese Sachen, ich habe mal ein Testpaket zugeschickt bekommen von Sincerely Yours und ich muss sagen, kann die euch total empfehlen, auch ohne Werbung. Einmal mit Lichtschutzfaktor 30 und die Nachtcreme, finde ich auch nice. Dann einmal hier so ein Ultra Facial Cleanser. Dann dieses Haaröl von Coco and Eve. Und dann habe ich noch so eine Gesichtsbürste. Von Foreo. Genau, mein Parfum, das ist das von
Ariana. Ich liebe das. Ein Wimpernserum, obwohl ich traue mich das jetzt fast nicht mehr rauf zu tun, weil man hört so Schlechtes von Wimpernserum. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr Wimpernserum benutzt. Ich muss sagen, das ist echt richtig nice. Gibt es bei Amazon. Aber ich weiß nicht, ob ich es euch so empfehlen kann, weil Sascha hat vor kurzem auch mal ein Video darüber gedreht. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Dann hier so ein Roller und so ein Gesichtsöl von Oliveda. Genau. Ja, ich wollte eigentlich einmal Glückwunsch zum Launch sagen und toll, dass die erste Folge so gut angekommen ist. Leute, Aliana hat mich gerade während meiner Skincare-Zeit angerufen und schaut mal, ich lerne gerade Fly kennen, oder? Fly, ja. Fly, ja. Cute. Ich habe jetzt eine Gesichtsmaske drauf und wir besprechen gerade, wie unser Tag war. Und ja, in ein paar Tagen bin ich bei ihr zu Hause. Ah! Moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally. Ich habe mir hier mal so einen provisorischen Arbeitsbereich geschaffen. Dieser Schreibtisch kommt jetzt aber nicht, also der bleibt nicht hier, der kommt weg. Genau, ich bin jetzt auch fertig geworden. Ich habe jetzt Jakob das geschickt und hoffe, der kann das Korrektur lesen. Ich habe nämlich, kleiner Fun Fact, worüber ich nicht gerade stolz bin, aber ich habe eine kleine Rechtschreibschwäche und ich sehe meistens meine eigenen Fehler nicht. Und ich habe zwar jetzt auch mal drüber gelesen, aber ich weiß, dass da noch bestimmt 100 Fehler drinnen sind. Und ich dachte mir, wir erkunden zusammen mal ein bisschen die Gegend, beziehungsweise eigentlich nicht die Gegend erkunden, sondern ich gehe jetzt zum DM. Ich wohne nämlich direkt beim DM. Also ich gehe 5 Minuten. Ich wohne irgendwie so ein bisschen außerhalb von Innsbruck. Es ist immer noch Innsbruck. Aber ich wohne genau so, dass ich total viel Grün um mich herum habe. Ich habe unfassbar schöne Spazierwege. Und jetzt gehe ich zum DM. Ich brauche nämlich einige Sachen. So, hallo. Ich mache einen kleinen Haul. Und zwar habe ich mir einmal solche Spangen gekauft, weil ich die unbedingt fürs Schminken verwenden wollte. Das sind diese hier. Dann habe ich mir eine Hafermilch gekauft. Dann habe ich mir OBs gekauft, weil ich jetzt bald Urlaub fahre und Timing ist wonderful. Ich benutze immer noch die Perion-Unterwäsche, aber fürs Schwimmen natürlich nicht. Dann habe ich mir meine Wimperndusche nachgekauft. Ich habe diese hier von Maybelline. Ich liebe die. Dann habe ich mir ein Corny gekauft. I don't know why, aber irgendwie hatte ich richtig Lust darauf. Und ich habe mir meinen Nagellack nachgekauft. Genau. Und jetzt werde ich kochen, weil ich habe richtig Hunger. Und yes. So, ich habe jetzt ein Meeting. Habe ich hier versehentlich einen Daumen nach oben gegeben. Ich bin jetzt noch alleine drin. Ich warte jetzt noch. Und wir müssen eine Präsentation erstellen. Ich fühle mich zwar gar nicht gestresst, aber innerlich bin ich so unruhig. Kennt ihr das? Also so Herzklopfen und so. Und ich glaube, dass das ein Zeichen ist und dass ich vielleicht, also ich fühle mich gerade null gestresst, aber mein Körper innerlich ist gestresst. Ich kann es irgendwie nicht anders erklären. Und deswegen dachte ich mir, ich habe gerade ein YouTube-Video geschaut, weil ich dachte mir als Entspannung, aber ich weiß nicht, ob das die beste Entspannung ist, und deswegen mache ich jetzt vielleicht kurz Yoga, weil ich glaube, dass das mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnte. Let's try this one. Ich habe heute Heels-Class beim Tanzen und ich zeige euch mal mein Outfit. Es ist ein bisschen anders als sonst. Ignoriert das Chaos noch im Hintergrund. Und zwar, das ist mein Outfit. Die Hose ist von Stronger und das Oberteil ist von ASOS. Das habe ich vor 2 Jahren mal gekauft. Aber grundsätzlich kann man jedes T-Shirt einfach so abcroppen und ich mag das mega gerne. Und drunter trage ich einen Calvin Klein BH. Good morning! Heute ist Mittwoch und ich bin direkt heute früh aufgestanden. Ich habe schon das erste erledigt und zwar habe ich eine Arbeit geschrieben, die ich abgeben muss erst nächste Woche. Aber ich dachte mir so,
Ich bin heute irgendwie total gut früh aufgestanden und dann dachte ich mir so, ich mache das jetzt einfach. Ich habe mich hingehockt und das ist halt was, was mich auch so ein bisschen gestresst hat, weil das halt schon viel Arbeit ist und jetzt bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Und jetzt gebe ich es ab und ich gebe auch die andere Arbeit ab, die ich gestern geschrieben habe. Yes, ich freue mich, dass ich das jetzt geschafft habe. Bei meiner Modulübersicht habe ich ja meine ganzen Dinge aufgeschrieben, die ich machen muss und ich habe schon länger nicht mehr abgehakt. Daher freue ich mich, dass ich jetzt einiges abhaken kann. Ich habe mir so eine Frisur gemacht, weil ich meine Haare nicht mehr mega schön waren, beziehungsweise also meine Locken sind heute richtig gut geworden, aber meine Kopfhaut ist schon ein bisschen grenzwertig und daher habe ich mir jetzt so eine Frisur gemacht und ich muss mir jetzt einen Plan erstellen, weil meine Mutter kommt jetzt gleich, die hilft mir, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, bei was ich Hilfe brauche, außer dass Chaos herrscht und wir keine Möglichkeit haben, die zu verstauen und ich weiß auch nicht, wie meine Mutter das jetzt regeln soll. Aber, you know, maybe. Und ich brauche auf jeden Fall noch vom IKEA so ein paar Sachen. Vielleicht können wir auch zu einem anderen Möbelhaus noch fahren. Ja. Ich bin wieder back und ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Davor wollte ich euch aber noch einen kleinen Haul geben. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen bestellt für die Zeit bei Aliana. Weil wir ja zum Olivia Rodrigo Konzert gehen. Und zwar habe ich diese Sachen bestellt. Ich habe die noch nie angezogen. Ich ziehe die jetzt mal mit euch an. Genau, also ein bisschen was ist auch für Urlaub für Jakob und mir, wie zum Beispiel dieser Bikini. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So ein Tuch, was man sich um die Hüfte bindet. Und ich würde sagen, wir probieren das gleich an. Ich bin sehr excited. Outfit Nummer 1. Frag mich nicht, seit wann ich solche extremen Farben mag. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, für den Sommer möchte ich mal ein bisschen mehr Farbe wagen. Und genau, da habe ich mir dieses Oberteil gekauft. Das finde ich mega besonders, weil das so, ja, so ein bisschen Strick nach Strick aussieht. Und es ist aber total angenehm zum Tragen. Und ich habe noch so einen Rock an. Und dieser Rock, das ist total praktisch. Also der sieht so aus. Und der hat drunter noch eine Hose, was ich immer sehr nice finde. Finde ich auch richtig cute. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das Oberteil richtig anhabe, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Top mit solchen Cutouts, finde ich auch total interessant. Ich habe das jetzt zusammen mit dem Rock kombiniert, aber ich glaube, das gehört nicht wirklich mit dem Rock. Ich glaube, das Kleid steht mir nicht. Also ich finde, also von hinten sieht das total cute aus und vielleicht für ein Foto ist es ganz nice, aber irgendwie finde ich, oder schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr findet, aber irgendwie finde ich, das steht mir nicht, das Kleid. Also ich finde, hier oben sieht es ein bisschen komisch aus. I don't know, aber ich finde die Farbe total cute. Ich habe hier einen Code euch eingeblendet. Ich habe das alles von Chiquelle. Falls ihr irgendwas nachshoppen wollt, dann könnt ihr da gerne meinen Code verwenden. Ist keine bezahlte Kooperation, aber ich wollte euch den Code trotzdem nicht vorenthalten. Leute, ich habe es aufgebaut und im ersten Moment dachte ich mir, I don't know, ob es mir gefällt, weil auf der Verpackung, also hier war so ein bisschen helleres Holz. Ich zeige es euch mal. Also hier drauf war so ein bisschen helleres Holz und dann habe ich es ausgepackt und irgendwie war das Holz dann nicht mehr so hell, sondern dünkler. Und ich dachte mir so, I don't know, ob es mir gefällt. Aber ich muss sagen, ich finde, das sieht so nice aus. Also ich finde, das passt so gut her und ich finde das auch nice, weil wir haben hier drunter ja keinen Schrank oder wir haben hier hinter dem Spiegel auch nichts. Und deswegen ist hier immer so ganz viel Zeug gestanden, so was man halt täglich verwendet. Das habe ich jetzt alles in solche Körbe reingegeben. Diese Körbe habe ich auch gekauft und ich finde, das sieht jetzt echt schon richtig, richtig nice aus. Und genau diesen Teppich habe ich gekauft. Hier sieht man den nochmal mit besserer Helligkeit und das, ich finde, das sieht auch richtig schön aus. Ich bin richtig happy. Dann haben wir noch diese Lampe gekauft. Diese Lampe wird von oben nach unten hängen. So. Ja, ich hoffe, das passt mit dem Teppich auch zusammen. Ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Ja.
Ich habe mich jetzt nochmal umgezogen. Ich fahre jetzt nämlich in die Stadt, weil ich brauche noch ein paar Dinge. Ich treffe mich ja morgen mit Aliana, sonst würde sie um die Ecke wohnen. Leider not. Ich fliege morgen zu Aliana. Und da brauche ich noch ein paar Dinge und die werde ich jetzt besorgen gehen. Ich war gerade in der Stadt und habe meine Sachen erledigt. Ich habe ein Geschenk für Aliana gesucht, beziehungsweise noch so eine Kleinigkeit. Und dann bin ich in ein Geschäft gegangen. Ich sage jetzt nicht welches, weil Aliana hatte ja noch nicht Geburtstag. Und die Verkäuferin, die war so lieb. Ich habe dich leider nicht, also ich bin mir sicher, dass du den Vlog hier schaust. Ich habe leider nicht nach deinem Namen gefragt, was mega blöd ist, aber das war so das zweite Mal, dass mich jemand richtig angesprochen hat und ich habe mich mega gefreut. Es war irgendwie ein total komisches Gefühl, dass Menschen wirklich meine Videos schauen und mich erkennen und auch irgendwie über mein Leben Bescheid wissen. Also ich habe mich total gefreut. Und falls ihr mich mal irgendwo sehen sollt, bitte, bitte, bitte kommt zu mir. Ich finde das so toll, wenn ich euch kennenlernen kann. Auf jeden Fall wollte ich jetzt noch mein Kopfhörercase suchen. Ich habe mich abgeschminkt. Und ich wollte den Vlog beenden, weil mir ist aufgefallen, dass das, glaube ich, schon ein sehr, sehr langer Vlog ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich fange morgen einen neuen Vlog an. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf bisschen Vanessa Aliana Content freuen und auf Olivia Rodrigo und Kofferpacken und meine Präsentation. Die habe ich auch noch morgen. Und deswegen vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!